So erklärt sich das. Oh! Da ist ja ein Skorpion. Wo auch immer der jetzt herkommt. Ich dachte, die wären alle unten gewesen. So, und die anderen Skorpione? Die sind weiterhin unten. Der Tempel von Karnak. Ah, Ozimuni. Das ist schön. Da haben wir nämlich noch nicht sonderlich viel, weil ich glaube, wenn wir damit einmal schießen, dann ist sie leer. Weil 130 Schuss sind bei weitem nicht genug, sag ich mal so, für diese Waffe. Da braucht man schon noch ein bisschen mehr. Ja, ist das jetzt hier alles irgendwie so... Oh, noch einer. Wo kommt der jetzt her? Packe? Ach, egal. Ich habe eh genug. Ich kann einfach eine neue ziehen. Das ist interessant. Wieso? Da kann ich, glaube ich. Kann ich mich da festhalten oder hoch? Nee, oder? Ja gut, ich würde jetzt mal sagen. Also ich weiß nicht, was so mein Ziel davon sein soll, dass ich hier hangen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. So. Wo ist der Skorpion? Oh. Ah, schon wieder runtergefallen. Zwei Skorpione. Oh. Das ist ein bisschen blöd. Oh. Oder sind beide schon tot? Ach ja, beide sind schon tot. Okay. Na gut. Und jetzt? da kam ich. Ah, ich überschreibe mal lieber. Den da. Kam ich daher? Ich glaube nicht, ne? Da kam ich, glaube ich, nicht her. Oh. Oh, wir bekommen Besuch. Dann nehmen wir jetzt auch diesmal wirklich die Shotgun. Weil jetzt lohnt sich's ein bisschen mehr. Ja, was hat dieser von Croy eigentlich gegen uns? Weil an sich, im sechsten Teil war der mit uns verbündet. Und in dem Teil hier ist er ein bisschen... Naja, nicht allzu verbündet mit uns, würde ich mal... Oh, das ging? Echt jetzt? Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Oh, gut. Da habe ich irgendwie das Gefühl... Warte mal, so. Das schaut irgendwie so komisch aus. Oh. Ja, ich dachte eigentlich, dass man da irgendwie runter kann. Also so auf dem direkten Wege geht's wohl nicht. Aber ja, irgendwie im sechsten Teil war der irgendwie ein bisschen mehr so unser Freund. Und jetzt hier eigentlich gar nicht mehr. Und deswegen, wahrscheinlich weil wir ihn irgendwie alleine gelassen hatten. Bei der jungen Lara noch... Könnte natürlich ein Grund gewesen sein. Aber man hat ja auch gesehen, der hat ein bisschen komische rote Augen. Das hat man ja mal in der Cutscene gesehen. Und es kann gut sein, dass der irgendwie so von diesem komischen Fluch da besessen ist. Das wird sich dann noch zeigen im Laufe des Spiels. Gehe ich mal stark von aus. So, da... So richtig eng ist das hier. Das ist echt interessant. Also, und ich habe locker schon ein paar Sachen übersehen, also vor allem Secrets, weil, naja, es ist halt echt mega verwinkelt und man muss immer sich für eine Richtung entscheiden, während es drei Optionen gibt, so nach Motto. Und ich, oh ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir hier was fehlt. Nee, ich habe eher so das Gefühl, dass ich da schon ein paar Sachen übersehen habe. Also das Ding kann ich irgendwie nicht interagieren. Mit dem kann ich nicht interagieren, meine ich. Wir haben auch nichts. Das Amulett? Nein. Nee.
Wir haben auch nichts, was dazu passt. Okay, dann müssen wir wohl eine andere Richtung anschlagen. Erstmal zumindest. Hochklettern. Und dann mal wieder raus. Also in dem Level muss man echt die Augen offen halten. Da gibt es einiges, was man übersehen kann. Ich warte eben noch drauf, dass ein Ninja mal kommt. Zumindest hat man das Gefühl gehabt, dass die nach uns suchen und nicht nach irgendwelchen Skorpionen. Aber bis jetzt ist alles relativ ruhig. Oh. Huch. Wo bin ich denn jetzt? Mal abspeichern. Ich bin am... der Heilige See. Am Heiligen See sind wir. Ein neues Level. Kann ich jetzt da wieder eigentlich zurückgehen, oder? Schaut mir nicht danach aus. Wobei, eigentlich müsste ich das ja, weil da gab es ja noch irgendwie so eine Tür, ne? Ha. Keine Ahnung, ob man da nochmal zurückgehen kann. Was ist da? Was ist da? Irgendwas kommt ein bisschen in eine größere Dimension. Oh, ein Krokodil. Nein! Schieß doch aufs Krokodil. Da, da! Ja. Den Sound hat man noch gehört. Erkannt man nicht. Ich weiß nicht, ob diese Fledermaus uns wirklich wehtun kann. Ich wollte es jetzt eigentlich nicht drauf ankommen lassen. Okay. Schöne Musik vorbei. Die Musikstücke sind hier auch komplett neu. Also die haben sie ja eine lange Zeit lang... haben sie die ja wiederverwendet. Im zweiten und dritten Teil und ersten Teil. Da gab es immer mal... Wieso wird er so schwarz sein? Und jetzt wird er nicht schwarz. Komisch. Und die haben sie ja immer mal wieder verwendet. Und hier haben sie, hat man das Gefühl, mal wirklich komplett neue Sachen gemacht. Naja. Mein Gefühl sagt mir, dass hier drin noch Krokodile sind. Weil wenn hier schon ein Krokodil oben rumläuft, dann wird 100% auch eins im Wasser sein. Oder mehrere im Wasser. Der Heilige See. Ist echt kein Krokodil? Echt nicht? Oh! Na, guck mal an. Wer ist denn da? Kann ich den schon erledigen? Möchte er sich von mir erledigen lassen? Der wartet ja bloß drauf, bis ich da reingehe. Schau ihn dir an. Na, und jetzt? Wann kommst du, Kollege? Ach, gehen wir mal raus, oder? So, jetzt muss ich mich bloß ein bisschen beeilen. Oh, da ist ein Freund, kommt auch noch. Wir kriegen halt eben beide eine drüber. Und noch eins. Ja, den erschießen wir auch gleich. So, hier. Das war's jetzt aber hoffentlich. Ja, da können wir schon ein bisschen die Schrotflinte für verwenden, würde ich mal sagen. Auch wenn wir sie locker mit den Pistolen hätten erledigen können, aber macht ja eigentlich keinen Sinn. So, in dem Wasser müssen wir auf jeden Fall noch was machen. Da ist eine Tür. Ist das die andere Seite jetzt, oder? Stimmt, wir hatten ja noch irgendwie so ein Unterwassertor gehabt im letzten Level, wo ich noch nicht lang konnte. Ha, gute Frage, ne? Ob man da nochmal komplett wieder zurück kann? Also ich schätze mal ja, weil uns hat auch noch eine zweite Vase gefehlt, die wir da hätten einsetzen können. Die haben wir irgendwie noch gar nicht gefunden. Ja. Fledermaus, oder? Hä, das war's schon? Oh, nee, da ist noch ein bisschen mehr. Mich wundert es, dass man die abschießen kann, weil im fünften Teil konnte man es, glaube ich, gar nicht. Also sie sind da bloß immer rumgeflattert und haben ihr Leben abgezogen. Aber abschießen hast du, glaube ich, nicht können. Aber vielleicht auch liegt es daran, weil das einzelne sind. Und im fünften Teil gab es, glaube ich, so richtige Schwärme
von Fledermäusen. Ich glaube schon, dass es der fünfte Teil zumindest war. Oh je, da kann man ja noch ein bisschen weiter runter gehen. Also ein bisschen. Das ist interessant. Wo kommen wir denn da überall hin? Ach ja, warum ist das Level so groß? Man meint, man hört etwas. Also irgendwie sowas rumtappeln. Tappen, meine ich. Ne, tappeln. Ja, die Fackel ist eigentlich jetzt sinnlos gewesen. Muss ich mal sagen. Denn, Moment, ich lade nochmal kurz, weil ich brauche die Fackel eigentlich gar nicht. Mir ging es eigentlich mehr darum, dass ich mich nämlich da festhalten muss. Und es bringt mir nichts, wenn sie direkt wieder... Oh, oh! Ja, okay, ging. Es bringt mir nichts, wenn sie dann wieder die Fackel wegschmeißt im Sprung. Das wäre eventuell suboptimal. So? Ja, genau. Jetzt muss man halt irgendwie bloß mal gucken. Kann ich denn hier speichern und... Ah ja, das geht. Okay, aber... Oh, ey, das ist ja... Also das ist wirklich blöd. Moment. Das Problem ist, sie kann nicht... Also ich kann nicht speichern und STRG gleichzeitig gedrückt halten. Sie möchte da, dass ich STRG loslasse. Das Problem ist, sie speichert so schnell, dass sie direkt runterfällt. Naja, versucht gleichzeitig nochmal die STRG-Taste zu drücken, aber es ging nicht. Da war das Speichern ein bisschen zu schnell. Früher war es bestimmt möglich, weil die Rechner damals, naja, noch nicht so leistungsfähig sind wie heute. Weil, ich sag mal so, das Spiel kann man mittlerweile auf dem Toaster spielen. Schon wieder ein Gang. So. Wo geht's denn jetzt lang? Das finde ich ein bisschen blöd, dass man hier so viele Möglichkeiten hat. Weil das, wie gesagt, hartes Gefühl, dass man dauernd irgendwas übersieht. Jetzt bin ich hier unten. Nee, oder? Doch. Okay, das schaut mir dann noch aus. Da kann man wieder ziehen. Oh! Das sind zwei Krokodile, die jetzt rauskommen. Aber die können wir schnell umnieten, würde ich mal sagen. Die sollten jetzt eigentlich keine Gefahr für uns darstellen. Hm. Gut, da ist noch nichts mehr drauf, okay. Ja, Mist. Oder eigentlich hier bloß wieder raus. Naja gut, dann gehen wir halt einfach wieder zurück. Vielleicht schauen wir nochmal ganz unten, was da noch so wäre. Das sah mir ein bisschen danach aus, als könnte man da noch weiter runterklettern. Ich weiß bloß nicht, ob das uns noch was bringt. Aber ich probiere es mal zumindest. Na, so, jetzt. Ich würde mal sagen, wir speichern. Ja, wir speichern mal. Ah, okay. Sie kann nur komplett loslassen, nicht so runterspringen praktisch. Da ist Wasser. Ha. Das ist doch mal verlockend. Oder komme ich da einfach bloß jetzt auf die andere Seite wieder zurück? Nee, da unten ist auch Wasser. Hä? Das sind ja zwei Wasserquellen. Warum denn das? Oh, Medipack. Na, das holen wir uns doch gleich mal. Na, nimm. Nimm. Nimm es. Ich hoffe, dass die Krokodile jetzt nicht kommen können. Oder sind die da schon? Wäre nicht so gut. Weil eine Harpune gibt es hier leider nicht. Ich müsste da ziemlich schnell wieder rausgehen. Oh. Ich glaube, sie sind da. Sie hat die Waffen hochgenommen. Sie kann die Waffen nehmen. Aber nur kurz. Oh je. Ich höre schon, dass irgendwas hinter mir schwimmt. Hä? Ich habe irgendwie das Gefühl, es gehört nicht so. Ja, nehmen wir die Pistolen für.
Das ist aber komisch. Warum schwimmen die nicht? Schaut mir so aus, als würden die... Also als hätten sie eigentlich... Ja, komisch. Vielleicht weil sie im Wasser gespawnt sind, dass es da irgendwie so einen Bug gibt, dass sie da nicht direkt schwimmen. Oder dass dieser Bug zumindest auftreten kann. Aber sollte für uns kein Problem sein, denn... Ah ja, okay, ich dachte, hier rechts wäre auch noch meins. Denn uns kommt es ja eigentlich bloß gelegen. Okay, also hier unten ist nochmal offen. Das heißt, da können wir nochmal reinschwimmen. Und wir... Hä? Was ist da? Was ist da? Ah ja. Na, gucken wir an. Und jetzt? Und jetzt? Geht er langsam wieder rein oder ist das das Wasser, das so rumschwabbelt hier? Ja, ich glaube, das ist das Wasser. Also wir haben den auf jeden Fall einmal gezogen. Keine Ahnung, was der jetzt bewirkt hat. Wurde nicht angezeigt und ich habe es auch nicht weggedrückt. Zumindest nicht wissentlich. Ups, das war blöd. Naja, sollten wir, denke ich, irgendwann noch merken. Ja, also von der Munition werde ich irgendwie nicht gerade arm, sage ich mal so. Ah ja, Medipack, gut. Wie gesagt, übersieht man immer so fast. Und da ist noch mehr Munition. Also die Shotgun, die werden wir noch richtig einsetzen können, würde ich mal sagen. Ist gut, dass wir da gerade so viel Munition bekommen. Da kamen wir her, ne? Ne, Quatsch, da kamen wir gar nicht her. Da gibt es auch wieder zwei Gänge, wo man reinkriechen kann. Oh, okay. Der, also da hat sich schon mal erledigt. Jo. Oder ich hätte ein bisschen schneller sein müssen. Bei dem Hebel. Ich weiß nicht, ob der auf Zeit ging. Ging der auf Zeit? Ist er noch draußen? Ja, der ist noch draußen. Gut, dann ging er wahrscheinlich nicht auf Zeit. Oh ja, da kann ich aber wieder... Hier, oder? Du kannst doch hier wieder auffangen, Dara. Kannst du das? Ah ja, du musst wirklich ganz links stehen. Dann macht sie das auch für dich. Ich weiß nicht, ob da direkt Luft ist, deswegen gehe ich nochmal kurz zurück. Und nochmal runter. Komisch, dass wir noch keine Ninjas gesehen haben. Man hätte annehmen können, die wären jetzt sofort gekommen, aber irgendwie... Wollten sie nicht wirklich. Soll uns aber auch recht sein. Weil ich ganz gern auch mal wieder andere Gegner hätte sehen wollen, statt Skorpione, weil die nerven langsam, sagen wir so. Oh Gott, ist das hier verwinkelt? Ah, da weißt du nie, ob es irgendwas über sich ist. Da musst du dich 30 Mal umdrehen. Oh Gott, diese Steuerung gerade. Lara, bitte mach jetzt keinen Blödsinn. Ah, da wäre irgendwas. Junge, Alter. Warte mal, gab es hier nicht irgendwie einen Luftbug oder so? Ich glaube, da gab es irgendwas mit Luft. Ah! Luft. Oh ja. Nee. Hä? Hä, was? What? Hä, ist ja wieder... Da... Ah ja, tatsächlich. Nee, hä? Das ist gar kein Bug. Oder... Nee, das ist gar kein Bug. Das, an das konnte ich mich noch erinnern. Da gab es nämlich mal diese... Ich dachte, das wäre ein Bug gewesen. Aber anscheinend... Man kann ja hier... Hä? Okay, damit habe ich jetzt wirklich absolut nicht gerechnet. Ich dachte jetzt eigentlich wirklich, das bleibt bei dem Bug, aber irgendwie... Ich habe mich gerade irgendwie auch komisch hochgebackt. Also es war irgendwie ganz komisch gerade. Nee, da muss man sogar hier weiter. Ich dachte wirklich, da wäre bloß ein Bug gewesen. Aber naja. Da geht's noch. Also das ist gerade wirklich Perfektionsarbeit hier. Ah, Lara. Jetzt dreh dich endlich. Das kann ja jetzt sein. Lara, drehen. Und da ist Luft. Ha. Okay. Dann... Oh, ein Medipack.
Naja, würde ich mal sagen, beenden wir die Folge wieder im Wasser, wie die vorletzte. Dann würde ich mal sagen, naja, was würde ich denn sagen? Ich denke, ich würde jetzt mal sagen, danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Und dann hören wir uns wieder. Bis zur nächsten Folge. Ciao.